Willkommen zurück zu Dungeon Defenders 2. Mit mir dabei ist der Blue Crom. Moin Moin zusammen. Und ich bin der Latan und Blue Crom wird gleich wie von der Tarantel gestochen an den War Table rennen, denn wir sind schon tierisch gespannt auf die nächste Map, die wir hier zu bestreiten haben. Genau, wir haben nur noch 2 Level zu erledigen für die Kampagne und dann geht es endlich ins freie Spiel. Endlich. Free-to-play-Modus. So. Wir sind beim Live-Route Forest. Da. Schwierigkeitsgraden normal. Starten. Day together. Uiuiui. So. Ich habe eben so mit der Kamera hin und her gewackelt. Ich glaube, das darf ich nicht nochmal machen, weil da wird es meinen Zuschauern schlecht. Oh. Die wird sowieso beim Zuschauen schlecht. Ja, das glaube ich auch, aber. Was okay. Ist da hinten? Eine Kanone oder was, die da rumballert? Ach, das da ist dein Typ doch gestern abgestürzt. Ach, meinst du, wir sind jetzt da, wo der Typ abgeschossen wurde? Nee, das ist doch der Baum, oder? Der Baum, ja, das könnte sein. Suppressing Air Lane, die feuert. Ja, die schießt die ganze Zeit, aber... Okay, würde ich sagen, schauen wir uns den Level mal an, Lothar. Warum rennst du weg? Ja, ich will mal den Hebel bedienen, was da passiert. Wow. Okay. Lass uns mal die linke Seite zuerst angucken, oder? Ja. Also hier kommt auf jeden Fall schon wieder was raus. Die scheinen wieder weniger empfänglich für physischen Schaden zu sein, ne? Ja, genau. Unten und oben gibt es hier eine Lane. Okay, und wo kommt denn die andere her? Die kommt von da. Ja. Und oben gibt es dann auch nochmal eine Lane, die ist komplett abseits von uns. Die sollten wir auf jeden Fall dicht machen, denke ich mal. Obwohl von hier aus... Oh oh, das wird gar nicht so einfach. Ja. Weil... Pass mal auf, hier haben wir eine, hier oben drüber. Die sind resistenter gegen Magieschaden. Ja. Hier unten gibt es eine. Ich bin gerade überlegen, ob man die irgendwie zusammen abfangen kann, aber ich glaube, das wird nichts, weil... Nee, dann musst du ja unsere Airlane genau, opfern, das wäre blöd. Wie sieht denn das da drüben aus? Genauso spiegelverkehrt, oder? Ja, eigentlich genauso. Oh, ich bin tot. So, jetzt habt ihr einmal gesehen, was passiert, wenn man zwischen die Dingen irgendwo runterfällt. Ich würde sagen, diese Linie solltest du auf jeden Fall dicht machen. Weil die ist irgendwie am komischsten. Welche? Die, wo du gerade hinguckst. Die hier? Und die läuft so abseits. Die andere läuft da ziemlich oben rum, abseits. Wir haben ja, dann mache ich die andere Linie zu, die ist für mich magisch. Dann gehe ich die obere Linie zu machen hier. Okay. Dann würde ich die hier zumachen. Das ist in Ordnung. Jetzt bin ich gerade überlegen. Machen wir die Linie halt komplett zu und die anderen selbst machen? Es ist vielleicht... Du meinst gleich von Anfang an? Ja. Guck mal, es ist vielleicht nicht so blöde, wenn wir die... Ich bin gerade mal am Schauen, wenn es irgendwie eng werden sollte. Man sieht die überhaupt nicht ein, ne? Man kann die gar nicht einsehen. Oh, und ich bin... Oh, jetzt wäre ich fast schon wieder runtergefallen. Das ist ja... Also hier ist so einfach auf die Schnelle rüberrennen, gell? Das kannst du vergessen. Da... Das hast du nicht nirgendwo schnell rüberrennen. Bringst du gleich in den Tod. Okay. Ich werde hier... das an der Stelle dicht machen hier. Oder gibt es hier irgendwo die Möglichkeit? Wartet mal. Also ich habe jetzt den wart mal, das einen Weg fast komplett dicht. Da kommt, glaube ich, nichts mehr durch. Ach, hier kann ich nicht bauen. Ach, ich habe noch gar keinen Kristall, noch gar kein Ding in sich hält. Ich hab bin noch gar nicht in die Kiste gegangen und habe gelootet. Dann geh doch mal bauen. Ja, ich habe mir doch erstmal einen Überblick verschafft, Mann. Kannst du hier drüben die Tür mal aufstellen, oder? Nee, ich will die da oben drauf aufstellen, weißt du? Hier so. So oben, genau. So hier. Dass die hier runterballern.
Weil ich glaube, dass das gar keine schlechte Idee ist. So, warte mal. Ich hoffe mal, die schießen die dann auch von da oben, ne? Ich müsste ja feststellen. Aber dann müssen wir es halt wieder abreißen. Weil in solchen Kurven, macht sich als echt gar nicht übel. Oh. Hier bist du mal schnell daneben gesprungen. Bist du da runtergefallen? Nee, da ich versteht sonst. Ja, ja. Ja, ich sag ja, das ist hier ein bisschen riskant, so. Und dann stelle ich jetzt hier mein Schild. Stelle ich hier so, warte mal, kurz mal drücken. Ja, genau, dann stelle ich das Schild nämlich hier auf. So. Gut. Ich hätte noch Kohle, wo soll ich denn was hinbauen? Mach doch komplett dicht den einen Weg, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich traue der Sache nicht so ganz, dass wenn wir alles hier reinbuddern, dass es dann auch gut geht. Ich würde hier einfach nochmal ein bisschen was hinstellen. Und zwar ohne Schild mal zur Abwechslung. Obwohl, ne, Schild haben wir dann doch gebraucht. Oder sag, stell doch überall noch ein Schild hin auf jeden Fall. Dann kann da gar nicht mehr passieren. So. Auf der anderen nehmen bitte auch noch ein Schild. Wo willst du. Du meinst bei den. Hier oder hier, was? Ja. Ich stell's hier unten hin, ja? Ja. Ne, Quatsch, Schild. So, der Anfang ist ja immer so ein bisschen rumgucken und überlegen, wie man das. Am besten macht. Aber dafür läuft es dann später umso runder. Behaupte ich jetzt einfach mal. Beim jetzigen Schwierigkeitsgrad glaube ich, dass du nicht, dass es großartig notwendig ist. Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass wir jetzt hier irgendwie überrannt werden, aber startet ja auch nicht, wenn wir gleich für später ein bisschen Strategien üben. Hier konnte ich gerade eben das noch irgendwie aufstellen. Da war es, genau. Da, okay. Gut, von mir aus können wir. Komm, dann. Go. Vor allem müssten wir mal gucken, ob das da oben so klappt mit dem, dass die da oben auf den Türmen stehen und runterballern. Ich bin da oben. Okay. Hab du da unten auf jeden Fall. Achso, ich müsste mal G drücken. Ja. Also. Das wäre sinnvolle Sache. So, hier kommt auf jeden Fall was. Wie schaut denn das da oben aus? Klappt das mit den Kanonen? Die feuern doch gar nicht, die können doch gar nicht feuern. Ja, die feuern. Ja. Auch die eine, wo ich überlegt habe, ob das. Ja. Ah, doch, die feuern ja wohl. Gut, wunderbar. Traust du meine Aussage nicht? Oh, da unten. Ja, du sollst da unten gucken. Da unten ist ja kein. Ja, ich wollte ja gucken, was da Sache ist, Mann. Traust du meine Aussage hier nicht, hä? Nein, ich trau dir nicht. Puh. Hier müssen wir dann unbedingt ein bisschen was aufstellen, weil wir kommen so dicke und so. Schaut das hier aus? Hier schaut es, glaube ich, ganz gut aus. Der Lade. Oh, schön auf die kleine Goblinfresse.
wunderbar. Also da drüben war es recht gechillt bis jetzt. Aber hier müssen wir uns was einfallen lassen. Da baue ich jetzt sofort was hin. Wo bist du? Unten. Weil da kamen so Dicke und so Zeug. Das war nicht so lustig. Hoppala. Oben müsste man auch dicht machen. Wie schaut denn das bei dir oben aus? Kam auch einige durch, besonders, aber da kommt demnächst nichts Großartiges. Die meiste, was rauskommt, ist die Lane hier, ne? Siehst du, 42. Okay. Oh, jetzt wäre ich fast wieder in das Loch da. Ah, ne, gut, das Loch wäre eine Pfütze gewesen. Aber wie schaut denn das? Gefährlich. Aber wie schaut denn das hier aus, hier? Da hast du oben Minen gebaut, oder was, gell? Ja. Lass mich da nochmal ein Schild hin machen. Nee, ein Schild bringt da rein gar nichts. Dann stelle ich noch ein paar Kanonen auf. Ja. Weil ein Schild würde ja nur aufhalten, das sehe ich ja nicht, ob die da oben stecken bleiben. Oh. Was auf jeden Fall gut war, war dieser Botmacher. Gut. Dann. Der, ja. Gut. Ich hätte noch ein bisschen Kohle. Dann könnte ich mal überlegen, dass vielleicht. Oh. Na, ich will nicht noch was hier oben hinbauen. Ich will mal lieber. Hier vors Schild so, oder wartet mal, vielleicht so hier. Das wäre, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob die durch die, durch Dingens ballern hier, durch das Geländer. Da kommt zumindest die Hauptangriffslinie da, ne? Wo? Da drüben bei 42, am unteren. Ich guck gleich. Da, wo ich ein bisschen Kanonen jetzt hingebaut habe, meinst du, ne? Nee, unten drunter, da wo du schon Kanonen gebaut hast. Ja, ja. Achso, hier hinten, ja, 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 genau. 42, ich sehe es, 42. Ja. Ich denke aber, das müsste eigentlich ja, passen. Ja, denke ich mal auch. Wie viel Rubin hast du noch? 10. Ja gut, das hätte dann nämlich gereicht zum Upgraden. So. Oh, da kommen die ersten Fliegeviecher. Aber die werden alle weggeblasen, dann lassen die gar nichts liegen. Das ist doof. Was? Fliegeviecher wo? Bei dir oder was? Fliegeviecher. Ja. Das auch alles, Roger. Hier muss man mal gucken. Vielleicht baue ich hier das nächste Mal noch oben ein bisschen was hin. Aber hier, das läuft jetzt ganz gut, glaube ich, ne? Oh, ja. Oben sieht es eigentlich auch gut aus. Ja, ich würde sagen, da läuft alles gut. Ich will keine Linie sehen, die jetzt. Oh, Arkane Barriere wurde zerstört. Wo wurden die Arkane Barriere zerstört? Bei mir hier. Ja, ich sag aber ja, da müssen wir uns ganz dringend was dann einfallen lassen. Oh, Level up. Oh, was jetzt? Ach, 5. Ah, ja, man kann sich neuesten ja skillen mit dem letzten Patch. Man kann sich selbst deine Skills verteilen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Wenn man natürlich jetzt wüsste, was die einzelnen Skills für eine Beschreibung haben, sieht man das irgendwo? Defense Heals, okay. Also ich werde auf jeden Fall auf... Oh, Tower Range, Hero Crit. So. Erstmal fett hier rein, dann... Defense Crit, Defense Health will ich haben. Wo ist sie? Genau.
soll ruhig auch ein bisschen mehr halten. Hero Damage. Und. Was ist das? Das ist, glaube ich, die Geschwindigkeit, oder? Nee, das ist. Defense Speed. Defense Speed. Power. Speed. Und das ist. Was ist Power? Ist es, wie wollen sie Power schießen Range. Können? Nee. Ein bisschen mehr Speed ist auch nicht schlecht. Brauche ich gar nicht, brauche ich gar nicht. Meine Minen. Da. Ich hab's jetzt einfach mal so. So gemacht. Ach nee, jetzt könnte ich hier. Nee, das mache ich nicht. Was ist jetzt? Ja, ich glaube, ja. Oh, ich hau alles auf Hero Damage. Was? Gehst du auf Hero Damage komplett oder was? Nee. Ja. Obwohl ich gar nicht hier nicht will. Da hier. Ey, mein Dingens ist weg. Meine Schweinerei, das habe ich gestern gekauft. Oh. 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 Naja, nicht so schlimm. So. Also, was ich auf jeden Fall machen werde. Da kommen nämlich 58. Ich stelle hier oben noch ein bisschen was hin. Ja, weil unten kommt es noch mehr rein, ne? Siehst du. Ja, ich habe ja jetzt noch ein bisschen Kohle. Und denk dran, hier oben kommen auch Flugeinheiten, ne? Hallo, hier. Hier musst du bauen. Wo muss ich bauen? Hier. Hier kommen Flugeinheiten. Hier keine, überwacht keine. Oh, da oben ja. Oh ja. Das ist neu, ne? Ja. Also komplett neu. Ja. Ja, das ist ja lustig. Na, da hätte man weiter unten bauen müssen. Ja, passt doch, baue einfach zwei Türme hin oder drei Feuertürme und fertig. Das wird fünf Stück kommen da. Na gut, okay. Ja, ich hätte halt jetzt abgerissen und hätte. Ja, brauchst du das machen. Ja, wenn du da zwei Türme hin machst, reicht das nochmal. Nein, das glaube ich nicht so ohne weiteres, weil je nachdem, was da kommt. Aber. Wenn du das so willst, mache ich das. Ja. Vertrau, Papa Blokom. Ja, ja. Vertrau. Derjenige, bei dem sie immer durchrennen. Ja, genau. Trau mir nur. Hier war ich am Machen. Oh. So, hier oben. So. Alles. Und nochmal. Ach, wir sind schon voll im Ding. Ah, ist ja kacke. Dann graden wir ein bisschen ab. Zack, zack. Und graden auf jeden Fall die zwei hier ab. Hier muss ich, glaube ich, nichts upgraden. Da gibt es genug. Und dann grade ich nochmal die hier. Oh, das Schild ist ja weg, sehe ich gerade hier komplett. Ja. Du musst doch mal gucken, dass du reparierst, weil teilweise ist echt die Dinger weg. Ja. Also ja, hast du vorhin zu mir gesagt, dass es weg ist, ist schon. Ja, aber ich habe gedacht, es baut sich wieder auf. Es hieß doch, die bauen sich wieder auf. Wenn es komplett kaputt ist, nein, es war ja komplett weg. Das haben wir sogar die Meldung, dass. Hab ich irgendwie. Das Schild zerstört worden ist. Ja, jetzt okay. Ja, das ist natürlich doof. Na gut. Okay, dann gucken wir mal, wie wir hinkommen. Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Go. Oh mein Gott. Spannung, Spiel und Kinder überraschen mit dem Latan. Und dem Blugrom. Ja, wenn was das will so, man mehr? Wenn das so dicke kommt, ein gechillter Freitagabend oder wann immer ihr das Video guckt. Und dann die erotischen Stimmen von Latan und. Ja, das ist eigentlich die richtige Freitagabendlektüre. Einmal Dungeon Defenders mit Blugrom und Latan. Bubble Shine Case. Oh mein Gott. War kein Case. Was war das dann? Blech? Das war Werbung. Ach, Werbung, Entschuldigung. Ja. Ach, ich wieder. Man kennt das bloß nicht als Werbung. Achso, ich versuche unsere. Potenziellen Abonnenten davon zu überzeugen, dass sie uns abonnieren sollen. Ach so. Und du
Und ich boykottiere das Ganze. Ist das so kontraproduktiv? Und ich habe das Ganze boykottiert. Ich glaube, wir haben hier eine Kanone verloren. Ja. Ne, da kommt eine Meldung normalerweise. Naja, wir haben aber hier wieder 40 frei. Und ich glaube, ich sollte vielleicht ein Schild bauen. Geronimo, Bombe. Alter. Sie kommen. Also hier geht's auf jeden Fall ab, ne? Ja, ist er inzwischen so einer 52 hochgewachsen. So. Jetzt wird's nur 43. Boah, wow, oben ist eine 62er aufgegangen. Okay. Nein, wir haben uns ja beklagt. Die Herausforderung ist jetzt groß. Ja, aber gut, bisher trotzdem keine Herausforderung. Haben wir haben weder Barrieren verloren noch irgendwelche. Doch, wir haben eine Barriere verloren, ja, wir haben eine Kanone. So. Oh mein Gott. Ich habe aber Barriere jetzt gebaut. Wir werden alle sterben, genau. Guck, da sind zwei Flammentürme. Haben das ideal gemacht. Die haben immer Schaden gekriegt. Ja, weil ich abgebildet habe, oder? Sollst du oben aber noch eine Barriere bauen normalerweise? Ist die weg? Nee, oben? Nee. Wo oben? Hier. Wo jetzt der Hauptangriff kommt. Da, wo du gerade warst. Ich habe gedacht, deine Minen machen das. Ja, aber nicht eine 62 hier. Okay, dann gucke ich mal, ob man da. Ja, geht in der Tat. Geht in der Tat. Ich mache das aber mal so. Ich baue die Barriere ein bisschen weiter vorne. So, kann ich die hier bauen? Ne, kann ich die hier bauen? Ist da noch was aufgegangen? Ne, zwei Flugspots. Kann keine Barriere mehr bauen. Eigentlich müssen wir doch eine Pause machen, oder Herr Latan? Wir müssen euch abmoderieren. Ach so, ja, das könnte möglich sein. Ja. Vor lauter. Wir wollten ja wieder die Folgenfolge etwas teilen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir die Folgen etwas teilen, sonst sind die einfach zu lang für euch. Dann macht es ja auch keinen Spaß. Deswegen wird der Latan jetzt abmoderieren. Gut, dann wird der Latan jetzt abmoderieren. Drei, go. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst uns ein Däumchen. Wenn nicht, schreibt lasst uns auch ein Däumchen. Genau, wenn nicht, lasst uns ein Mitleidsdäumchen. Schreibt uns wohlwollende Kommentare. Oder Latan, nimm doch Beleidigungen an. Ja, absolut, genau. Das ist ganz klasse, dass du den Hatern sagst, hier Latan, ja. Der ist dankbar, genau. Genau. Ich weiß nicht, was er sagen wollte. Ja, weil mir zufällt nichts mehr ein. Ich wünsche euch noch viel. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Also ja, genau, das Abo, das habe ich vergessen. Okay, bis dann. Ciao.